Hey Matze. Hi Albert. Und? Alles klar? Ja, wie läuft's in der Morgen. Arbeit? Ja, läuft schon. Du, hast du den Aushang schon gelesen? Aushang? Nein. Welchen Aushang denn? Ja, in der Umkleide hängt er doch. Echt? Ja, vom Chef. Na, hab Der ich hat noch, nein, habe ich noch nicht gelesen. Was ist denn los? doch zur Betriebsversammlung einberufen. Zur Betriebsversammlung. Ja. Wir hatten seit 5 Jahren schon keine Betriebsversammlung mehr. Also. Das ist ja das, was mich auch so wundert. Also das wundert mich schon sehr, muss ich Ja, sagen. da habe ich schon direkt ein bisschen Bammel. Meinst du, der kündigt uns alle? Ja, ich weiß nicht, vielleicht sind die Zahlen schlecht. Ja, hoffentlich nicht. Nicht, dass er dann sagt, es tut uns leid, tut mir leid, aber wir müssen leider in Insolvenz. Ja, aber eigentlich sind die Zahlen ja gut. Wir machen ja gut Umsatz, also von dem her. Jetzt hätte ich eigentlich auch gedacht, Ja. ja. Keine Ahnung, was da Ja, da los bin ich ist. mal gespannt. Also ich denke nicht, dass er uns kündigt, oder? Nein, ich hoffe es zumindest nicht. Das werden wir dann sehen. Okay. Ja. So. Hallo meine Mitarbeiterfreunde. Ruhe bitte. Ruhe im Saal bitte. Bitte Ruhe. So. Guten Tag alle zusammen. Wir treffen uns jetzt zur Betriebsversammlung. Es ist ja schon lange mal überfällig, eine Betriebsversammlung abzuhalten. Wie ihr euch alle mit Sicherheit schon gedacht habt, warum jetzt auf einmal eine Betriebsversammlung? Es ist einfach nach dieser langen Zeit mal wieder notwendig, eine Betriebsversammlung abzuhalten. Zuerst möchte ich natürlich allen Mitarbeitern herzlichst für die fleißige und treue Zusammenarbeit danken, die wir die letzten Jahre zusammen vollbracht haben. Danke dafür meinerseits. Es muss auch mal ein Lob ausgesprochen werden für die treue Gefolgschaft. Ihr werdet euch sicher wundern, was es nun mit dieser Betriebsversammlung auf sich hat. Nun, das ist nicht ganz so einfach für mich natürlich zu erklären. Aber ich nehme das jetzt einfach, diesen Anlass nehme ich jetzt, um euch teilhaben zu lassen an meinen jahrelangen ausführlichen Übungen. Und jetzt traue ich mich, beziehungsweise bin ich der Meinung, so weit zu sein, dass ich euch teilhaben lassen kann an diesem wundervollen Abend. Ich habe nun seit 5 Jahren Unterricht genommen bereits und habe jetzt für diesen Anlass die besten Stücke zusammengetragen und möchte sie euch als kleine Wiedergutmachung für das, wir sicher alle schon leider mitbekommen habt und vom Betriebsrat gehört habt, für das gestrichene Urlaubs- und Weihnachtsgeld, möchte ich euch das jetzt vortragen. Ich hoffe, dass es euch gefällt und dass ich damit die Wogen etwas glätten kann. Also alle noch einen angenehmen Abend und lasst euch berieseln.
Danke, 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 danke. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank, meine Freunde. So, das nächste Stück, das ich euch präsentieren will, habe ich geschrieben, als ich beim Speerfischen auf den Malediven war, vor 3 Jahren. Das ist eigentlich ziemlich am Anfang meines Unterrichts. Jetzt möchte ich es euch präsentieren. Danke, danke. Thank you.
Danke, meine Freunde, danke. Danke, vielen Dank, vielen Dank. Danke, Freunde, danke. Danke, danke. Freut mich, wenn es euch gefällt, freut mich. Danke, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. So, meine Lieben, das nächste Stück ist etwas flotter. Falls jemand von Ihnen das Tanzbein schwingen will, kann gerne auf die Tanzfläche nach vorne kommen. Jetzt wäre die Gelegenheit. Und zwar ist mir das Stück eingefallen, als ich in den Wäldern Schwedens auf Elchjagd unterwegs war. War es wie ein Geistesblitz. Also, ich wünsche euch viel Vergnügen. Thank you.
Danke, danke. Danke, meine Freunde. Danke, danke. Super zum Tanzen, super. Danke für die vielen Tänzer auf der Tanzfläche. Danke, danke, danke. Also wie ich sehe, amüsieren Sie sich ja alle prächtig. Und nun möchte ich das nächste Stück präsentieren. Es ist mir bei meinem letzten Aufenthalt in Havanna, bei der Zigarrenprobe, ist es mir in den Geist geschossen. Ich möchte euch natürlich teilhaben lassen an diesem wundervollen Stück. Viel Vergnügen.
freut mich. Danke, 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 danke. Jetzt möchte ich euch noch ein Stück vorstellen, das ich beim gemütlichen Spaziergang in der Bronx komponiert habe. Ich möchte euch teilhaben lassen an diesem wundervollen Stück. Los geht's.
danke, danke, vielen, vielen Dank. Danke, danke. Dankeschön. Danke, danke. So, meine Lieben, das nächste Stück stammt ebenfalls aus Amerika. Zwar habe ich das mit dem Jazzmusiker Sonny Rollins persönlich eingeprobt und einstudiert, als wir in New Orleans in einer Jazzbar waren.
Vielen Dank, vielen Dank. Freut mich sehr. So, das nächste Lied, das ich euch präsentiere. Ich hab's genau gesehen. Er hat auf ihn geschossen. Schnell, ruft auch noch die Polizei.